Also jetzt mal wieder ein Movie von mir. Ein taufrisches. Es ist 8.05 Uhr. Also in 2 Stunden seht ihr das. So. Wenn euch meine Movies gefallen, ihr kann ein Abo da lassen. Daumen nach oben, Kommentar, wie ihr möchtet. Und wenn ihr wissen wollt, wann ich online gehe, müsst ihr natürlich noch die Glocke betätigen. Ansonsten würde ich mich mal heute um eine Riesenfrage kümmern. Ich glaube, da braucht man ein bisschen dazu. Ansonsten, ja, gehen heute mal schöne Grüße raus an meinen kleinen Bruder. Alles easy, alles schick, alles schön. Ich beschwere mich da eigentlich nicht. Ich muss es eben einfach nur mal rauslassen. Ansonsten alles schön. Also schöne Grüße. Und dann gehen wir mal den Text durch. So, also, ey Mario, du hattest schon mal erzählt, was die Oma eigentlich verkauft. Hattest du das schon mal erzählt? Also im Vorfeld ist es für mich manchmal sehr schwierig, weil ich mache YouTube. Das heißt, ich mache frühs ein Movie und abends mache ich meistens Twitch. Ich komme da manchmal echt durcheinander, ob ich das auf YouTube schon erzählt habe oder ob ich das nur auf Twitch erzählt habe und auf YouTube noch erzählen muss. Deswegen, verzeiht mir, ich komme da einfach ab und zu durcheinander. Die Oma verkauft Schnaps. Dieser Schnaps wird hier in Thailand Nali genannt. Ist aber meines Glaubens mehr so Kambodscha, Laos, die Richtung. Und zwar ist es hier so, dass hier wir, da wo der Markt ist, der ist ungefähr 6 Kilometer weg, ist ein Industriegebiet. Also es sind 4 oder 5 große Industrien, unter anderem eine Chemiefabrik. Und da arbeiten halt viele Kambodschaner drin. Oder Laoten, das kann ich immer nicht so auseinanderhalten. Ja, und die, bei denen ist es natürlich so, die kommen ja her, um Geld zu verdienen. Und die wohnen meistens, sage ich mal, in so einer 30 Quadratmeter Wohnung oder 20, reicht auch schon, zu 6, 7, zu 8. So, dass sie da abends nicht kochen oder irgendwas. Die kaufen sich auf dem Markt im Schnitt was zu essen, holen sich noch eine Bulle Schnaps und füllen sich dann zu Hause ab. Und früh geht es wieder auf Arbeit. Ich würde auch sagen, so 70% aller Männer, bevor die auf den Markt gehen, wir verkaufen ja 2 cl bis Flaschen. Und weil der jetzt auch nicht so teuer ist, da kostet, glaube ich, 2 cl 10 Baht. Und dann kriegst du noch den mit dazu. Und ja, das läuft eigentlich. So, also, Schnaps. So. Da du ja das Marktgeschehen, und schon länger auch beobachtet hast, würde mich mal interessieren, Thailand versuche, warum es so viele Verkäufer, Stände, vor allem eben mit Essen, was wir ja wissen, dass es in offener Wärme, ungekühlt und so weiter und so weiter. Es ist so im Prinzip. Ich erkläre das jetzt aus meiner Sichtweise, ob die natürlich, sage ich mal, wissenschaftlich stimmt oder nicht. Das überlasse ich euch. Ich würde nur sagen, es können eigentlich sehr wenige mitreden, aber die, die in Thailand, in Isan leben, also nicht in den Touristenhochburgen und auch nicht als Tourist herkommen, ich glaube, die werden das bestätigen. Ich würde sagen, wir haben noch eine Werbepause rein und dann kommt's. Also, ich kann das natürlich mit so ein paar Beispielen auch zeitweise erklären. Meine Meinung ist, also im Vorfeld, der Thailänder ist körperlich sehr rein, aber in seiner Essenszubereitung
Und wie er das alles so handhabt, ist er halt, ja, ihm interessiert das nicht so nicht richtig. Es ist Essen und muss rein. Man weiß auch hier nichts von Vitaminen oder Schwein, Hühnchen, wie viele Nährstoffe die haben, was ist gut für dich, das weiß man alles nicht. Es ist im Prinzip so, ihr müsst jetzt so davon ausgehen, ich war vor 20 Jahren das erste Mal im Isan. Da waren langsam die Strom- und die Wasserleitungen da, aber viele Leute haben auch keinen Kühlschrank gehabt. Es ist einfach so, dass der Thai essen kann, was wir wegschmeißen würden. Es ist so, dass der Thai, also ich würde so erklären, wenn man viel mit Dreck oder was noch nicht durch ist oder was schlecht ist, isst, wird der Magen sich dran gewöhnen und wird Bakterien bereitstellen, dass das auch alles normal ist. Es ist halt so, dass, also ich erzähle euch kurz eine Geschichte, wir sind damals in die Sand gefahren, ich und mein bester Freund. Und dann haben wir, weil wir das wissen ja, Reis, Gemüse, Obst gibt es massenhaft, aber Fleisch nicht. Und dann haben wir, ja, ich weiß nicht, so ein Riesenstückchen Schweinefleisch mitgebracht, was da auch nicht am ersten Tag gegessen wird, sondern man hat es ins Kühlschrank gelegt und hat theoretisch jeden Tag eine Scheibe abgeschnitten. Als ich da nach 3, 4 oder 5 Tagen reingeguckt habe, lag ein Stückchen Holzkohle daneben. Und dann habe ich gefragt und dann sagt die Frau von meinem besten Freund, ja, damit, weil das Fleisch jetzt schon anfängt zu stinken und damit der Gestank wird eben dann durch die Kohle aufgesaugt. Ich habe das jetzt schon öfters beobachtet, dass dem Thai das nur auf dem Verkauf ankommt. Man tut im Prinzip noch so ein, sich so ein Karussell bauen, dass die Fliegen nicht drauf fliegen und hin und her. Es ist halt sehr dreckig, aber ich denke mir, die Thais haben sich dran gewöhnt und das ist so. Also wenn wir manchmal was zusammen essen, dann bin ich der Einzige, der auf Toilette rennt. Es ist natürlich absurd. Wir haben hier an sich kein warmes Wasser und ja, die Oma wäscht alles mit kaltem Wasser ab. Und demzufolge kann das alles nicht so rein sein. Der Thai-Verkäufer auf dem Markt, das könnte ich wetten, der wird nichts wegschmeißen. Das wird alles irgendwie wieder verwertet. Sachen, die sie nicht mehr auf dem Markt verkaufen können, wird meistens verbilligt an die anderen Marktkollegen weiterverkauft. Jetzt sind wir wieder bei dem Gesichtsverlust. Der Thai wird das auch billig aufkaufen. Er wird es wahrscheinlich essen. Er wird Durchfall haben, aber wird am nächsten Tag nichts sagen. Und einfach, ja, hat geschmeckt, war supi. Ich habe auch die Tara frühs beobachtet, wo ich die Nachtschicht hatte. Dass frühs, ich denke mal so über 50 Stände frühs da waren, die nur für die Arbeiter rein Essen verkaufen. Wie gesagt, wir haben ja sehr, sehr viele Arbeiter. Es gibt ganze Wohnblöcke mit Kambodschanern drin. Und wie gesagt, die kochen nicht, weil das meistens auch mehrere Familien sind in einem Raum und dann wird sich Essen geholt. Im Prinzip ist es hier auch so, dass das Essen nach der Werbung geht's weiter. So, es ist natürlich auch so bei uns hier, dass das Essen zeitweise billiger ist, als wenn man selber kocht. Also es ist hier mal alles ein bisschen schwierig, weil wir haben zum Beispiel, also in Pattaya habe ich alles, da haben wir 2 Kochgelegenheiten, Schrank, da ist ja alles ordentlich und easy. Aber hier haben wir nur einen Gaskocher. Und dann muss man natürlich erst den Reiskocher haben wir extra, aber wenn was in Reis gemacht ist, erst den Reis, dann das Fleisch, dann das Gemüse. Und das dauert den Thais auch manchmal zu lange und dann gehen die lieber und holen was.
es ist natürlich manchmal so, jeder guckt auf sich, aber ich habe auch schon Sachen erlebt, wo die Oma Sachen kauft, wo sie keine kaufen müsste, aber halt den anderen Teils dann hilft, wenn sie mir eine Hose kaufen will. Wenn die sieht, da hat der Stand einen da nichts verkauft, dann kauft die mir eine Hose, damit er ein bisschen Geld hat. So. Wie gesagt, die Lagerhose und kühlschrankmäßig, das ist hier sehr schwierig. Also maximal haben die so eine Plastikkühltruhe, wo sie sich für 20 bis 50 spattengroßen Eissack kaufen und den holen die dann rein und dann wird das am nächsten Tag ganz normal verkauft. Also ich würde sagen, hier schmeißt keiner irgendwas weg. Das glaube ich nicht. So. So. Also noch eine Geschichte, damit man das vielleicht mal auch ein bisschen besser alles manchmal versteht. Wir haben in Pattaya gewohnt, ein bisschen weiter weg bei der Kampbahn, und neben uns, zwei Häuser neben uns, hat der Hühnchenverkäufer gewohnt. Und das ist kein Scherz, was ich euch jetzt erzähle, aber ich habe das ein paar Mal beobachtet. Der Hühnchenverkäufer kommt abends, da lagen noch zwei Hühnchen drauf, zwei Wings, und er hat den Wagen abgestellt und hat ihn so gelassen. Früh ist er an seinen Wagen gekommen, hat Feuer gemacht, nicht sauber gemacht, gar nichts. Die machen ja bei dem Hühnchen immer so eine Soße drauf. Die war in so einem Glas, das lief schon überall runter und sah ich. Oh. Das hat er einfach nachgefüllt. Und dann hat er die Hühnchen, ich sag mal, 3 Minuten gebraten. Und danach waren die fertig. Also das heißt, die werden, wenn der Käufer kommt, werden die nochmal 3 Minuten draufgelegt und dann werden die verkauft. Ich habe das hier ganz viel, dass meine Hühnchen innen drinnen noch roh sind. Die Oma macht auch den Fehler. Es ist natürlich so, dass der Wok so heiß wird, entweder nimmst du zu viel Öl, dass du es braten kannst, oder du drehst es schnell, was ja beim Hühnchenbraten eigentlich verkehrt ist. Der Hühnchen tut man drauf, tut es von der einen Seite anbraten, man sieht richtig, wie das Fleisch weiß wird, und dann kann man es wegen der Röstaromen noch ein bisschen drauf lassen. Ja, es ist so, wie gesagt, Hygiene beim Essen ist null hier. Ihr müsst das einmal beobachten, wenn ihr irgendwo seid. Da wird ein altes T-Shirt genommen, das wird nicht ausgerechnet, nicht. Da geht es über jeden Tisch, wird da drüber geflattert, kurz. Und damit ist gut. Auch die Essenskultur zeitweise, wenn wir hier Party haben oder was, ein Topf in der Mitte und jeder krapscht rein und holt sich was raus. Das ist ja einfach so. Ich gehe davon aus, dass der thailändische Magen oder der asiatische Magen, was hier in der Gegend ist, sich einfach an die an den Dreck gewöhnt hat und Bakterien hat, die das alles reinigen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht mit der Chili. Ich denke mir eigentlich, Chili ist an für sich sehr gut, hat die meisten Vitamin C. Eine Chili am Tag wäre okay, aber sie essen ja alles so super scharf. Und wie sich das denn verhält, das kann ich euch nicht sagen. Da müsste ich nochmal nachlesen und nochmal ein Movie machen. Ansonsten würde ich sagen, soll das mal gewesen sein. Ja, ich habe heute noch einen Haufen zu tun, aber das seht ihr ja dann morgen. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir munter. Ach eben, wisst Bescheid. Wir trinken gar nicht, also. Werdet alle glücklich und bye bye.